Nämlich jedes Mal, wenn ich solche Gespräche führe, ist die große Schwierigkeit, dass ich danach sage, das wäre jetzt interessant gewesen, da hätte man eine unserer roten Ichs partizipieren lassen können. Schade, dass wir es nicht aufgenommen haben und im Prinzip ist es ja wurscht. Und du weißt ja, die Wurscht hat zwei Enden. Das sind die zwei Enden. Und Ich dann sage, so. die kleine Geschichte, wo ich erzählen wollte, Bezug nehmen, die Andrea hat gerade erzählt, dass heute Nacht bei ihr klingelt und dann ist er besoffener, steht vor Nicht heute ihrer Haustür. Nacht. War schon ein bisschen her jetzt. Ist ja wurscht. Immer heute, immer heute. Schon Ja? wieder Unbewusstsein. Muss Nein? ich schon wieder bei mir Bewusst? in Schule, muss ich schon wieder eine Rüge reinmachen hier? Die Frau Lehrerin Andrea Michaelis war unachtsam. Bewusst. Bewusst. Habe ich mir das jetzt auf den Freitag gedacht, weil das ja ein denkwürdiges Datum war. Das war ja vor Pfingsten, bewusst Freitag. Nicht als jetzt zurückgesetzt, sondern diesen Tag. Alles klar, F-Freitag. Der Christo ist ja Sonntag auch gestorben. Da müssen Ich wir den erzähle eine Sonntag. kleine Geschichte dazu, raumzeitlich. Namen weiß ich nur mal, weil ich als Udo des Denkens nicht wirklich wichtig ist, aber die Metapher ist interessant. Es ist viele Jahre her, ich schätze mal so 14, 15 Jahre, da habe ich noch in Ellingen gelebt. Da waren die Donis bei mir zu Besuch. Das ist immer so in den alten Almener Vortragen, was ich nicht war, irgend immer eine Frau und die hat einen Bruder. Und der war relativ psychisch labil. War mal in der Klapse offen und der hat dann irgendwie Ohrenbarungen in die Finger gekriegt oder was auch immer. Und die Donis sind bei mir zu Besuch. Und dann klingelt es und er dann komplett wirre, wieder den Meister besuchen, steht vor der Tür. Komplett mit den letzten Groschen oder was, wie er zu mir kommen ist, was auch immer. Wenn man raumzeitlich denkt, keine Erklärung, und du musst ja wissen, jeder Moment ist im Jetzt, wenn du weißt, dass du träumst. Dann habe ich gesagt, so Toni, was macht man jetzt? Den einladen, den schlafen lassen. Der ist einfach vor der Tür gestanden, ohne Unterkunft, ohne irgendetwas. Und ich sage, gibt es Kaisers, was des Kaisers ist? Was du als normaler Mensch tun mit einer gewissen, nicht unbedingt einladen. Es ist, du hast dazu so gesehen, es ist schlichtweg nur KI gewesen. Ich könnte jetzt sagen, wenn ein Verrückter total verwirrt. Ich habe die Polizei angerufen, ich habe die Donizast gefragt, was macht man? Die wussten es dann auch nicht, weil es ist, man kann ihn ja nicht wegschicken. Schau, da kommt nochmal wer dazu. Man kann ihn ja nicht wegschicken. Hi, man kann ihn ja nicht wegschicken. Man ist ja menschlich. Das, was du willst, dass man mit dir tut in einer gewissen Situation, du auch keinen anderen Arm. Du machst aber dann bloß wieder einen Stress und ich sage, du dich doch nicht ab. Dann habe ich die Polizei angerufen, habe den Fall geschildert und die haben den ganz einfach dann abgeholt und das interessanterweise, der hat ja nichts gemacht gehabt. Da gibt es einen Passus hier im Gesetz und dann haben die denn eine Unterkunft besorgt. Das zahlt der Staat, übrigens im Casino. Im Casino den schlafen lassen und haben dann wieder dafür gesorgt, dass der wieder zurückkommt in sein Heim. Das war jetzt die Antwort auf das, vor dir ist ein Besoffener vor der Tür, was machst du mit dem? Nacht zu 3. Jetzt Nachts immer um alles. drei. Und 3:45 Uhr, sehr spannend. Ich habe mir dann die Daten angeguckt, kam ich dann so, hat das letzte Mal, glaube ich, geklingelt. Und dann habe ich gesagt, jetzt hole ich die Polizei. Und dann ist abgeschlossen. Es 3:45 Uhr. ist ja immer jeder Moment, die Geschichte. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und es ist ja so, es träumt immer. Nur ein allereinziger Mensch, das ist dieser JCH, der vor dem Bücherregal steht. Aber sobald er anfängt zu träumen, braucht er zum Träumen Ein ein Programm. Programm, ein blaues Ich. Er wird zu einem Menschen blau, zu einem sterblichen Menschen. Jetzt ist natürlich dieses Wort sterblich, habe ich so oft darauf hingewiesen. Das kann man sehr vielfältig lesen. Das erste Mal wieder der schöne Satz aus dem Bardo Dödel. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, W-Ort, Ja. Geist ist immer ein doppelt, Geist G3 Gimmel, eine Synthese, immer ein doppelt aufgespannter Wort, Ort, dann wirst du von Augenblick, B-Augen, A-G-N, von Beckenblick zu Becken, polare Ecken, das ist, was wir Welle nennen, das Plus Minus ist die eine Seite der Ecke und die andere Seite der Ecke, wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben, SD-Erben heißt eine neue Wahrscheinlich. erbenpolare Existenz erwecken.
in dir. RW-Ecken. Du wirst von Augenblick zu Augenblick sterben und dadurch zwangsläufig von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren, weil dein Körper ist deine Traumwelt. Das ist jetzt die höhere Ebene. Du wirst nicht mal sagen, ich bin dieser oder jene Einzelmoment, sondern ich bin die ganze Traumwelt, die als eins gedacht, als Kollektion praktisch das ist, was wir Menschen nennen. Blauen Mensch, das blaue Ich ist ein Konstrukt, wäre und Interpretationsprogramm. Jetzt ist natürlich ganz interessant, dass ich zuerst einmal dieses Ich bin, der Computer, der in Verbindung mit diesem Mensch, mit diesem Programm, genau in Einzelbildern in der Hierarchie wieder diese Einzelbilder, dieses Leben durchlebt. So ist das zu verstehen. Wir können natürlich in dem Sterben natürlich auch nochmal hier der erwachte Sohn lesen. Und das, wenn wir jetzt das SDR machen, SDR ist ja das Geheimnis. Genau. Was auch ein Versteck heißt. Das Versteck kann ich auch wieder rot und blau meißen. Ja, ja. Denke ich mir ein Versteck aus oder bin ich das Geheimnis im Zentrum dieses Ex? Ja. Dann muss ich aber balancieren können, weil die Vorsilbe Ver im Deutschen, wie wir ja wissen, das hast du mal zwei Seiten, hat nämlich, ich kann was verbinden und ich kann etwas verstreuen. Ja. Und wenn ich es verbinde, ist es wichtig, dass ich unser V von der Ecke, wenn ich die Hochkantstelle im Balance bleibe. Jetzt ist ja das V symbolisiert ja das sogenannte Bistabile, das immer nur zwei stabile Zustände hat. Er fällt auf die Seite oder auf die Seite. Das heißt, darum hast du das Gefühl, entweder ist es jetzt nur hell oder nur dunkel. Jetzt ist natürlich nur Existenz einer aufgespannten Berechnung ist ja schon flackernd, weil das reine Helle ist ja trotzdem in sich flackernd. Und wenn du wissen willst, dass das Dunkel auch flackern kann, dann schließt du einfach mal die Augen und schaust dir dieses Schwarz an, das Dunkle, das du dann siehst. Und du wirst feststellen, ein ganz reines Schwarz kannst du gar nicht sehen. Das ist wie mit du Stille kannst du nicht hören. Wenn du die Augen schließt, wird da immer noch irgendwie ein kleines Flackern in dem Schwarz mit drin sein. Das heißt, entweder ist es nur Schwarz, nur dunkel, aber trotzdem leicht flackernd, weil du brauchst immer einen Unterschied, um das Schwarz sehen zu können. Oder nur hell und in dem Hellen sind natürlich auch flackernde Helligkeiten da. Und du merkst jetzt, mit dem System wird es immer klarer. Es ist halt immer, wie intensiv setze ich mich mit Worten auseinander. Und das ist einfach Neugier. Die kindliche Neugier des Menschen bezieht sich auf Einzeldinge, des Gotteskindes bezieht sich auf alles. Was du auf Spezielles, es ist eigentlich wissenschaftliches Denken, ist kindliches Denken, weil du dich auf Besonderes fokussierst. Und dann fragst du wieder, aus was besteht das und wie funktioniert das? Und dann wird irgendwann einmal aus dem ATM, das heißt ja, ich werde zur Vollkommenheit, wenn wir das hebraisieren, das Atom, das Unteilbare, das Unspaltbare, das Unzerschneidbare, wird dann das Atom plötzlich zu Protonen und Elektronen und Neutronen und dann plötzlich aus was bestehen die Elektronen und da muss natürlich auch ein Positron geben und dann kommst du immer weiter und das nennt man dann den Teilchenzoo. Wenn ich jetzt als UB, ich UB, UB rot geschrieben, verbundenes Wissen, ich bin das absolute Atom. Und durch meine eigenen gedanklichen Divisionen habe ich mich zerteilt. Das heißt definitiv, dann sind dann die roten X und die blauen X sind meine Elementarteilchen. Das ist, ab dem blauen sind das, ist das mein Teilchen so. Genau. Das ist all die Metim, die Menschen, MT, die gestaltgewordenen Erscheinungen, die Toten, so viele hebraisiert, sind meine Teilchen. Ausgedachte Teilchen. Und so verschmilzt komplett das Ganze. Bloß wichtig ist jetzt immer, und das vergisst man sofort, dass ich ja du bin. Mit ich meine ich ja jetzt nicht dieses Pixelmännchen oder irgendeinen Gedanken. Es umso mehr an das bewusst, weil das raubt dann den Atem. Und was ich dann immer dazu sage, und ganz schlimm ist, wenn man dann meint, man hätte was verstanden und hat aber bei dem Ich immer noch ein rudimentäres, ganz grobes, unvollkommenes Gefühl von der Person oder von dem Menschen, dessen Rolle man spielt. Das muss ich komplett aufgelöst haben. Wie oft habe ich in Selbstgesprächen gesagt, wenn du dich jetzt als Mensch, als Person, nur ein Promille, nur ein Tausendstel so wenig wichtig nimmst, wie ich als Udo mich wenig wichtig nehme, dann hast du das Gröbste schon hinter dir.
Die Botschaft ist wichtig. Ja. Nicht der Übermittler. Ja. Nicht das Papier ist wichtig, nicht einmal das, was auf dem Papier draufsteht, was ja nur Unterschiede sind, sondern der aus diesen Unterschieden, mit denen er konfrontiert wird, Vorstellungen, immer wieder neue Vorstellungen generiert. Darum ist auch die große Erkenntnis, wo ich sage, hier ewig, es kann nur von jemandem verstanden werden, der selber ewig ist. Und du bist ewig, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Da ist jetzt nur einer, der sich das alles ausdenkt. Dieser eine ist das All, Le-Es. Er ist dieses Nichts, aus dem Le-Es, diese ganze auseinandergeschmissene 60, die Raumzeit, blau gelesen, herausspringt. Physiker nennen das ganz einfach den Urknall. Ur, rot geschrieben, verbunden im Kopf. Stimmt oder stimmt? Und dann möchte man das so gerne mitteilen, irgendwelchen Menschen auf dieser Ebene. Das ist wie wenn der träumende Geist seinen Figuren im Traum mitteilen will, hey, ihr seid ja alle bloß, weil ich euch erschaffe jetzt, weil ich euch träume. Diese höhere Ebene, diesen roten Bereich, wie drücke ich jetzt das aus? Es ist nicht nötig, dass du den betrittst, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du da schon. Das ist hundertprozentig sicher. Und alles, was du dir ausdenkst, kann was Ausgedachtes diesen Bereich betreten? Selbstverständlich, in dem Moment, wo du es nochmal denkst, kehrt es wieder zurück, genau, das Ausgedachte. Genau. Weil jede Vorstellung, die du vor dich hinstellst, wo kommt die her? Wenn du dir was ausdenkst, wo kommt das her? Das ist das Wort existieren. Es ist ja gerade diese einfachen Worte, wenn ich sage, solange du so verbrettert bist mit deinem Intellekt, mit deinem Filter, dass du nicht mehr in der Lage bist, ganz einfache deutsche Sätze zu verstehen. Ich bin der Erste, alles, was ich dir erkläre, darüber gibt es nichts zu diskutieren, existiert ein Gedanke von dir, wenn du ihn nicht denkst. Die Frage beantwortet sich von selbst. Es ist keine Ja-Nein-Antwort. Weil um Ja zu sagen, pass auf, genau aufgepasst, jetzt könnte ich sagen, wenn du sagst Ja, dann ist dieses Ja das Gegenteil von Nein. Du müsstest das Ja rot machen, weil wenn du sagst, ja, der Gedanke existiert, wenn ich nicht an ihn denke, erfordert dieses Ja ja einen Bezug, einen Kontext, nämlich die Frage, auf die du antwortest. Das heißt, jetzt genau aufpassen, wir werden jetzt einmal wirklich sehr genau. Existiert ein Gedanke, wenn du ihn nicht denkst? Das ist eine Kategorie 2 Frage, wie ich sage. Du erwartest jetzt ein Ja oder ein Nein. Wenn du jetzt Ja sagst, ist es aber ein blaues Ja. Weil dieses Ja gehört zu dem Kontext, ist der Gedanke da. Der aber eigentlich nicht existiert, wenn du nicht Ja sagst. Das Ja alleinstehend ist ein Nichts. Das ist der göttliche Schöpfer. Auch der, das Ja ist ja dieser göttliche Schöpfer. Wir können dieses JH ja lesen, immer AH, dann ist es die göttliche Quintessenz. Existiert überhaupt ein Mittelpunkt, wenn es keine Peripherie gibt? Dann mal doch einfach mal einen Punkt auf ein weißes Blatt Papier. Ins Zentrum, in den Mittelpunkt. Aber Zentrum, Kentrum ist ja bloß wieder der Stachel. SD8L. Bewusst immer seiend. SD rot geschrieben. Ist die schöpferische Kollektion. Ach, ist der Bruder. L, Gott. Und jetzt, was bringt mir das? Und jetzt gehen wir ins Genaue mit der Vordersprache. Wir halten zuerst einmal fest, und das ist jetzt ganz simpel, einfach die deutschen Worte, wenn deine Filter ausgeschaltet sind. Mein berühmtes Zeichen, ein Quadrat mit 3 Strichen, Phänomen, das geht nicht. Wenn dir mal bewusst wird, wie du dich blind machst mit dir vollkommen unbewussten Reaktionen und Interpretationen, wenn du was liest oder wenn du irgendwann zuhörst. Wenn du das einfach mal unbewertet hörst, sieht es folgendermaßen aus, dass wenn du jetzt, wir gehen davon aus, du hast jetzt ein Schriftstück, immer wieder genau zu bleiben, ob du jetzt Worte hörst, aber wir machen aber das Ganze mit, du liest was. Ein Buch, eine Zeitung, das sind ja schon wieder Definitionen. Ich sage jetzt, wir machen mal, das ist ein Geschichtsbuch oder ein Märchenbuch, machen wir komplett weg, weil das ja schon wieder blind macht.
sind wir oft drauf eingegangen. Wenn du weißt, ich lese jetzt im Hintergrund, du denkst ja da nicht dran, aber irgendwann, wenn du zu lesen anfängst, weißt du, das ist ein Roman oder ein Geschichtsbuch, dann ist dir klar, dass alle Vorstellungen, die du jetzt aus diesen Worten in deinem Kopf generierst, in deinem Kopfkino, dass das Fantasy ist. Wenn du aber sagst, das ist ein offizielles naturwissenschaftliches Buch, Wasseratome, dann generierst du aus den Worten und den Zeichen auch Vorstellungen, aber die sind ja dann da außen. Das heliozentrische Weltbild ist ja da außen. Die Zeitung, die Merkel, der Trump, die Grieche, die sind ja oder die waren ja da außen. Das musst du schon mal ausschalten. Es ist zuerst einmal einfach nur Schrift da. Das sind Unterschiede auf einem weißen Blatt Papier oder auf einem Monitor oder sonst wo. Und du magst jetzt aus diesen Schriftzeichen, das auch Zahlen sind, ich erzähle dir ja etwas, ein Computerprogramm, machst du mit deinem ganz persönlichen Programm, generierst du Vorstellungen. Das ist einmal der normale Ist-Zustand, wenn du irgendeine Nachricht liest, nach der du dich richtest. Das ist übrigens dann das Nach in Chat, der Noach, geschrieben in der Bibel, heißt ja ruhend. Dafür kommen wir jetzt zu schönen Oxymoron. Das ist immer wieder, wenn ich sage, wenn ich mich gedanklich oder visuell sinnlich wahrgenommen in Bewegung setze. In Bewegung, nicht bewegt, setze. Oder meine berühmten historischen Fakten. Das ist auch ein Widerspruch in sich selber, weil das Wort historisch bezieht sich auf eine jetzt ausgedachte Vergangenheit und Fakten sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen. Genau. Tat besteht darin, dass du was denkst und das, was du denkst, ist jetzt. Und wenn du jetzt an Vergangenheit denkst, ist das Faktum die Tatsache, dass du es jetzt denkst und nicht das Faktum, dass das, was du dir jetzt, wenn du bewusst bist, jetzt bewusst gedacht, in die Vergangenheit denkst, war das deswegen nie in der Vergangenheit, weil was passiert ist immer jetzt. Ich wollte ganz kurz auf die zwei Oxymoron noch eingehen. Das heißt, du hast jetzt Worte und du machst aus diesen Worten ganz persönlich mit deiner Logik gewisse Vorstellungen. Natürlich mit Wertungen, plötzlich sind Personen da, die Gute sind, die Böse sind, die was richtig machen, die Deppen und die Gescheiten, nach denen du dich orientierst, Betonung liegt auf dir, die Deppen, die du versuchst zu bekämpfen, all das ganze Zeug in deinem Kopf, die Grundlage sind Worte. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kommt es, die Verzauberung, wenn du die Vordersprache verstehst, bist du in der Lage, aus denselben Worten komplett andere Vorstellungen zu generieren. Das ist die Verzauberung ZAUB. Die Geburt einer neuen Beschwörungskunst. Es wird nämlich für dich immer so sein, wie du das beschwörst. Bis jetzt hast du nur Meineide geschworen, wenn du dir eingebildet hast, diese ganzen Geschwätz deiner Lehrer und deiner Erzieher, die du wie ein Virus dir eingefangen hast in Elternhaus und Schule und Umfeld natürlich, ich will Zungenpiercing, Tattoos, Mode, alles was modern ist, ist modern. Seine Zeiterscheinung, aber Zeit sind immer nur Augenblicke, die sich wiederholen, je nachdem, wie lange du das täglich willst, das Murmeltier-mäßig generierst. Wenn du jetzt aus denselben Worten andere Vorstellungen machen kannst, und das geht mit Holofeeling, ist das nicht irgendwie ein Wunderwerk, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat. Du musst bloß wissen, wie kann ich aus denselben Worten komplett andere Vorstellungen machen. Und da ist ja im Hintergrund ein komplett arithmetisches System, das ich jetzt nicht wählen muss, ist das richtig oder das richtig. Richtig sagen ist die Richtung, wo du schaust, was du anschaust. Es ist immer das, die Richtung, was du aus den Worten generierst. Was natürlich im Hintergrund dann immer noch mal eine Kehrseite ist. Und genau genommen hast du mal unsere 16 Zeichen. Alles, was du jetzt in deinem Kopf hast als Vorstellung, auch die Vorstellungen, die du aus Schrift generierst mit deinen jetzigen Auslegungsmöglichkeiten, kannst du auch realisieren. Materialisieren, auf die Verabrede holen. Was will ich dir damit sagen? Da sind wir oft drauf eingegangen. Die Grundvoraussetzung ist, dass das, was du jetzt denkst, muss in deinem Glauben bloß drin sein, dass das, Gall haben ja die Wellen, dass das unabhängig von dir da außen existiert. Dann kannst du es auch materialisieren. Das funktioniert ja jetzt schon. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn du begreifst, da außen ist überhaupt nichts? Du hältst einfach einmal das zweite Gebot. Und du weißt jetzt, ich habe in mir, was in mir auftaucht, kommt aus meinem tiefsten Inneren, aus dem roten Inneren, nicht aus dem ausgedachten Inneren. Das sind zuerst einmal Worte in der Schichtung, die Datei, der Arbeitsspeicher, und jetzt mache ich zuerst einmal feinstofflich Gedanken, Vorstellungen draus. Und diese Gedankenvorstellungen,
die kann ich genauso realisieren. Jetzt sage ich natürlich nicht mehr, es ist ja nötig, dass ich glaube, dass das da außen ist. Es ist das da mal nötig, dass du weißt, dass da außen überhaupt nichts ist, sondern das, was du bisher als Außen, AU, scharfes S, AUBN, das hast die Schöpfung an aufgespannten Polarität auf deine VR-Brille holst, dass du sinnlich wahrnimmst. Ich bleibe nur im optischen Bereich, um das einfach zu halten. Du kannst dann auch alles auf deine VR-Brille holen. Das ist jetzt das Verrückte. Du kannst dann wirklich hier Superman-Filme, jetzt die neuen computeranimierten Filme. Ich laufe heute Morgen Free Guy. Ich weiß nicht, ob du schon angeklickt hast, das neue Video, neuer Kinofilm Free Guy. Hey, wir befinden uns hier in einem Videospiel. Hast du das kurz angeschaut, Jana? Ja. Das ist kein Science Fiction. Genau passiert das, was du dir jetzt denkst, wenn du einen normalen Film anschaust, ist ja immer noch in dir drin. Das wurde in der Vergangenheit aufgenommen mit einer Kamera und da haben Menschen das geschauspielert. Vergangenheit musst du wegmachen. Es gibt gar keine Vergangenheit. Es gibt bloß in dir ein Konstruktprogramm, wo du dir jetzt was unvollkommen in die Vergangenheit denken kannst. Jetzt sind wir in einer neuen Zeit, in einer neo-neuen Zeit. Du begreifst, dass du wirklich, dass diese hyperrealistisch, die erscheinende, ich könnte auch sagen, absolut real erscheinende, aber real, was ist schon wieder real? Die Berechnung von E-Quadrat, von Energie, die Berechnungen dieses E-Quadrats, ist Gott. Das ist All oder L. Wenn wir das All einmal mit der 70 schreiben, das ist hochgehoben. Das ist ja auch so ein Spiel mit unseren A, La, diese zwei, Implosion, Explosion. Wir können auch das A, Le nennen. Und dann haben wir schon das Wort alle. Mhm. Alle Dinge, die du dir ausdenkst. Jetzt wissen wir ja, Din ist ja Gesetz auf Hebräisch. Jetzt kann ich das Gesetz des Geistes machen. Das ist das Ding, die germanische GR, der Geist erweckt den Mann, Mann oder Manna, MNI. Mein Mann, mein Himmelsbrot. Aber der Himmel ist Beirut, der ist im Adam. Beirut hast du im Adam. Vor allem, wenn man die Vordersprache versteht. Dann wird es in deiner Zukunft möglich sein, wenn du wach wirst, das heißt, wenn du jetzt diese Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt verlassen hast, das heißt, du stirbst raus. Aber raussterben, wenn ich sterben als vernichten definiere, du wirst als Brösel schlichtweg und einfach löscht sich dieser Brösel aus. Aber mit dem Brösel, mit dem Menschen jetzt, ist das Programm weg, dann stehst du wieder für einen Moment vom Bücherregal und dann liest du das nächste Buch und jetzt kommst du, wenn du eine höhere Qualität hast, wie beim höheren Computerprogramm, kannst du computeranimierten Film auf der VR-Brille ablaufen lassen. Jetzt sind all die Wunder, die ja von der Naturwissenschaft aus gesehen unmöglich sind, wenn man die Naturwissenschaft schon absolut setzt, dass Menschen fliegen können, Superkräfte haben, was auch immer, ist plötzlich real als Brösel in der neuen Welt erlebbar. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist diese Zukunft, die auf dich zukommt, wenn du an der Kreuzung, wo du jetzt wählen kannst, den Weg von Holofliegen gehst. Und auch jetzt muss ich nochmal betonen, was wirklich passiert, kannst du dir nicht vorstellen, genauso wenig wie du mit einem Basic-Programm und du läufst noch mit Basic vorstellen kannst, was Windows kann. Ich habe vor vielen Jahren hier und jetzt gedacht, Wiederholungen, immer daran denken, das hebräische Wort für Ja ist Shin und He und das heißt auch Schlafen, Wiederholen und Lernen. Immer wenn ich sage, vor vielen Jahren habe ich, heißt es vor vielen Wiederholungen. Habe ich darauf hingewiesen, dass diese Lernprozesse nicht zeitabhängig, chronologisch zeitabhängig sind, sondern eigentlich mehr davon gesteuert werden, wie weit du bereit bist, angeblich jetzt definierte wichtige Sachen in deinem Leben loszulassen. Solange du dich in deiner momentanen Welt an irgendeinen Gedanken, der aus diesem Programm generiert wurde, festhältst. Ich könnte jetzt an eine Datenzeile im Basic festhältst. Hältst du an Basic fest und dann kann ich dir kein Windows einspielen. Darum ist diese Computermetapher so wichtig. Es geht um das Loslassen. Was aber Loslassen heißt nicht, dass du was zum Teufel haust, weil dann bist du ja mit was nicht einverstanden. Es ist ja nur das Gespiegelte davon. Das rot gewordene Wort für Liebe ist unendlich wichtig. Und das ist der Adam, der du bist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Dein Zeger, das bist du Mann, das Männliche und die Nekaba, Nekeb, das Loch ist deine Lebensfrische.
Das ist deine Traumwelt. Das Weib. Und jetzt können wir den Adam, die Siegerwähne Kaba, was ja dieses männlich und weiblich, das erweite ich jetzt ein kleines bisschen. Ich nenne das Mannlicht. Rot geschrieben ist die Lampe im Projektor. Und das Weib aus dem B machen wir Beta, dann heißt das Weißlicht. Das ist dieses ausgedachte physikalische Licht, das in unendlich vielen Farben zerspricht. Das Licht, das in unendlich vielen Farben zerbricht. Und dann wird es natürlich interessant, weil dieses Bricht beginnt mit Berich. Und dieses Berich, Rich ist eine Unterform von Ruch. Ruch ist rot gelesen, der Geist. Der Kopf ist eine verbundene Kollektion von allem. Ruch ist eigentlich nur ein anderes Wort für UB, rot, absolut. Blau gelesen wird es eine berechnet aufgespannte Kollektion. Das ist zum Beispiel zuerst einmal ein blaues Ich. Das heißt dann die vier Weltgegenden. Das ist unser Tetraederspiegel. Die Gag, die vier ausgedachten Ecken, Gegenden. Wenn wir jetzt das Rich machen, heißt es ja zum einen Geruch. Der Geist ist der rote Ruch. Das Gehirn ist das blaue Ruch in den vier Weltgegenden für die Divisionen. Und es heißt Duft. Aber du, wie ich sage, dual, du. Zwei in einer Zusammensetzung, all ist nichts und Gott. Ist du FD, das heißt du geöffnet, aufgespannt, zwei Facetten. Und dieses FD ist PD und das ist die weibliche Scheide. Genau. Die Vulva. Darum heißt es auch Brocken und Bissen. Und B-Rock heißt wieder einem Fels, Englisch, und Fels zur heißt auch zu Form werden. Und Wissen, da B auch W ist, Wissen ist Wissen. Und ich sage, jeden Moment, den du zu erleben bekommst, weil er in dir zu existieren anfängt, ist ein bisschen vom Heiligen Ganzen, nämlich von dem Programm, das im Hintergrund im Arbeitsspeicher ist. Und ein bisschen hat was damit zu tun, das heißt einmal, dass ich was in was hineinbeiße, es trenne, immer mehr trenne im Mund, immer kleiner mache die Stückchen, dass ich sie wieder runterschlucken kann. Weil man den ganz großen Brocken kann man nicht schlucken. Fällt mir jetzt ganz blödsinnig, das ist so irre, wenn man erzählt, in meinem UDO-Programm ist jetzt ganz kurz eine Seite auf der Seite 8 aufgetaucht. Ist jetzt so verrückt, wenn du dich einmal wirklich wertfrei beobachtest, was du feststellst, das passiert laufend. Ich habe doch hier welche den Bissen. Ich muss das erst fertig machen, sonst vergesse ich es wieder. Da hat man so kleine Sprüche in der Schule, wie ich ungefähr 8 war. Und da hat es dann immer diese Mama, warum? Kennst du diese Witze? Kinderwitze waren das. Mama, die Kinder in der Schule, die sagen immer, ich habe so große Augen und so einen großen Mund. Und dann sagt die Mama, sei still. Und macht es so, nimm noch einen Keks. Sei still und iss noch einen Keks. Das ist im Nachhinein, wird er das, wenn die Sprache nicht da ist, kommt er das gar nicht vor. Kennt ihr diese Sprüche nicht? Ja. Schon, ja. Mama, dürfen wir mit Opa schaukeln, ein Opa bleibt hängen, bis die Polizei kommt. Ich kenne nur einen, wo die Mutter zum Kleinen sagt, jetzt hör mal auf, im Kreis herumzugehen, sonst nagel ich dir den anderen Fuß auch noch fest. Mama, wie weit ist es? Mama, wie weit ist es noch nach Amerika? Sei ruhig und schwimm weiter. Da kann man sich köstlich amüsieren als Kind. Ja, Leute, so ist das Leben. Jede Phase des Lebens hat was, kann man was lernen. Und im Nachhinein wird alles geistreich. Alles. Sogar das Schlimmste. Und jetzt sind wir wieder bei alle. Nur mit 31 geschrieben. Unausgesprochen. Implodiert, explodiert. Alle. Aber das absolut gesehen ist doch wieder nichts oder unendlich. Was ich dir am Anfang noch gerade erzählt habe, das sind so Sachen mit der Hand. Ich wiederhole das nochmal jetzt für Michael.
dass die Zählweisen kannst du ändern. Es ist nicht nur, dass man Dezimalsystem oder basierend auf Sechserzahl, Hexagonesystem, habe ich immer wieder angesprochen, gibt so viele Systeme, so wie es Sprachen gibt. Wenn ein gemeinsamer Parameter da ist, kann man das umrechnen. Was ist der gemeinsame Parameter zwischen dem Zehnersystem und dem Sechsersystem? Jetzt hast du mal die Zahlen als Ding an sich. Es sind verschiedene Stufungen. Und wenn ich jetzt dieses J, die göttliche Öffnung, der Buchstabe J in Hebräischen, dieses Jud, unsere kleine 10, besteht aus 5 und 5. Und das war dieses 5, kann ich nicht sagen, das sind 10 Finger, sondern das sind 5 und 5 Finger. Jodim. Jetzt ist 1 und 4 geschrieben, ist ja schon die 5. Das ist, es ist eine Hand, die hat 5 und nochmal eine Hand mit 5. Und das ist gleich zeigen, jetzt erhöht, ist praktisch die 10. Und die 10 ist in der Computertechnik das Bit. Ist 1, 0. Das heißt, die 2 sind 1, wenn ich das als plus 5, minus 5 nehme und sind genau genommen nichts. Wenn ich jetzt das als 100 mache, kriege ich das Unendlichkeitszeichen. Du kannst jetzt das zählen, wir können das auch mit der 4 dann machen, was ich sage, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dieses Spiel, wenn wir die 10, die ganze Reihe jetzt durchzählen, entschuldigen, jetzt habe ich mich verdorren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Nummer 5, dass wir hier die durchzählen, die Reihe bloß bis 9, dann müssen wir die ersten 4, jetzt müssen wir von der Hand weggehen, die erste Basis sind 1, 2, 3, 4, das gibt ja 10 als Summe, und 5, 6, 7, 8 gibt 26. Dann haben wir schon den Gott, Jahwe. Und jetzt würde die 9 kommen. Jetzt stellen wir die 9 und die rote 9 ist der Spiegel. Das ist der Kopf des Schöpfergottes. Und der Kopf des Schöpfergottes ist dieser kleine Gott, der Jahwe ist. Der ist noch nicht Ubi 86 Elayom. Und jetzt ist das diese 9 ja wiederum als Spiegel, als roter Spiegelerei heißt. Das ist der Kopf des Schöpfergottes. Und der Sinn auf der einen Seite ist die 10 und auf die andere Seite der ausgedachte Jahwe. Ich hoffe, du konntest folgen. Ja. Und es geht nur diese, es ist immer dasselbe System mit Holofeeling, es ist bloß viel komplexer. Und in der kleinen Anwendung kann ich immer wieder sagen, wenn du anfängst mit Worte zu stillen, die anders zu setzen, ganz normal, ich meine jetzt die Worte, die du in einer Zeitung liest oder in den Nachrichten hörst und andere Vorstellungen daraus machst, veränderst du die Welt, in der du dich befindest. Dazu musst du Geist sein. Aber der bist du doch, sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Wer das niemals können wird, ist irgendeine Figur, die du dir ausdenkst. Einseitige Aussage, du schüttelst den Kopf, selbstverständlich kann das eine Figur in deinem Kopf auch. Du musst dir bloß denken, dass die das kann. Du denkst dir Menschen aus, wo du sagst, die sind mächtig. Du denkst dir Menschen aus, die sind gescheit, wobei, wenn du genau hinschauen würdest, wirst du feststellen, dass die als Ding an sich, dass da mal bloß Gedanken von dir sind. Die Einsteins und Sokrates der Welt und die Mächtigen, die Merkels, die Trumps, da ist immer im Hintergrund noch dein Programm, der sagt, ich bin ja so ohnmächtig, die sind ja so mächtig. Der Udo ist ja so gescheit, ich bin ja so dumm. Nee, das ist das hier. Was ich dir schon seit langem erkläre, ist, dass du der bist, der sich jetzt beide ausdenkt. Dich selbst als Brösel vom Computer sitzend und das Pixelmännchen und die anderen Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Und wenn du dir jetzt denkst, die sind ja so gescheit, setzt du doch schon wieder als absolut, dass irgendwo da außen jetzt ein Redo sitzt, eine Andrea sitzt, eine Diana sitzt, ein Michael sitzt und ein Udo sitzt. Das muss dir bewusst werden. Das ist, wenn ich immer wieder sage, schau in dich rein. Was glaub ich? Eine Frage, die du dir selber stellen musst. Das ist eigentlich gar keine Frage, weil das ist eine offene Antwort ist dort, du musst nur reinschauen. Du musst bloß selbst ehrlich sein. Dass ich jetzt auch einfach mal mit den Augen hol was anderes auf deine Farbbrille, schau aus dem Fenster raus. Wo war das Bild, das jetzt auf deiner Farbbrille auftaucht? Es hat nicht existiert, aber es war durchaus da im Arbeitsspeicher, sonst könntest du es ja nicht auf die Farbbrille holen. Das ist das neue Denken mit Holofeeling. Das ist das, was man zuerst als Geist hast, aber musst du wissen, wer du bist. Ja. Willst du deine Welt verändern, dann veränder zuerst einmal dein Land. Willst du dein Land verändern,
dann verändert zuerst einmal deine Familie. Etwas weiter gesteckt. Ein altes Beispiel von mir. Und wenn du da anfängst, deine Familie zu verändern, dann wirst du feststellen, dass du so viele Familienmitglieder, ich meine jetzt nicht nur auch Cousins, Onkels und so weiter, dass da viele schwarze Schafe gibt, die unverbesserlich sind, die du total vergessen kannst. Beratungsresistent. Wenn du dann mitkriegst, wie größenwahnsinnig ist einer, der sein Land verändern will, die auf Straße gehen und gegen Politik oder sonst was oder gegen Neonazis demonstrieren, es ist was, gegen was du demonstrierst, du bist ein blindes Arschloch. Du hast von meiner Liebe deine Feinde überhaupt nichts verstanden. Ich sage, liebe die Kehrseiten, lieb all die Facetten, die du dir ausdenkst, die du einseitig negativ bewertest und sagst, die Welt wird heil, wenn ich die vernichte. Also gut, du hast jetzt erkannt, meine Familie kann ich nicht verbessern. Dann fang an bei dir. Wenn du deine Welt verändern willst, verändert zuerst einmal dein Land. Okay, zu hoch gegriffen. Verändere die Mitglieder deiner Familie. Wird dir nicht gelingen, wenn du auf die einredest, unterbröseln. Es sind immer schwarze Schafe dabei. Also wenn du das begreifst, dass schon das nicht möglich ist, kommt die erste Erkenntnis, wie geistlos sind welche, die meinen, die können ihr Land verändern, wenn sie auf die Straße gehen. Das ist ein Spiel, man spielt es mit sich selbst. Veränder doch dann zuerst einmal dich, dein blaues Ich. Immer dran denken, wenn ich von Veränderung rede, meine ich nicht verändern, indem ich irgendwas haben will, was ich noch nicht habe und irgendwas, was jetzt da ist, vernichten will, sondern alles, was ich jetzt habe, im Positiven wie im Negativen, mache ich eins und erweitere dann zusätzlich noch Facetten dazu. Die Sache mit dem Wort und mit dem Buchstaben. Ich erweitere den Buchstaben zu einem Wort, ohne den Buchstaben zu verändern. Mein Bestreben ist es nicht, deinen jetzigen Glauben, dein blaues Ich in irgendeiner Form zu verändern, sondern zu vervollkommnen. Dabei müssen wir dein jetziges Wissen gleichlassen, bloß die Fehlenden, die Kehrseiten, die du bisher bekämpft hast, müssen wir integrieren, dieses Prinzip verstehen. Sonst kommst du da nicht hin. Bewusst, meine ich, bist ja schon da, aber als Brösel ausgedacht, machst du dich ja zu einer Facette von dir selbst. Also verändere dich. Und jetzt kommt der nächste große Heureka. Wenn du merkst, was das für eine Mammut-Kraftakt ist, sein eigenes Ego zu vervollkommnen. Wie lächerlich ist es einer, der die Welt oder das Land verändern will. Da wird immer mehr bewusst, wie dumm die Brösel sind. Man zieht sich in sein stilles Kämmerchen zurück als Geist, wo die absolute Ruhe, der Noach, das ist ja die Arche, der dann in die Deba, in die Arche reingeht. Aber wir wissen ja, dass das hebräische Wort auch das geschriebene Wort heißt. Das ist ja, wir haben mehrere Ausdrucksmöglichkeiten. Das Wort, jetzt ausgedacht, gibt es im Hebräischen mehrere Bezeichnungen. Mela zum Beispiel, das wird alles in den Offenbarungen erklärt. Das sind diese ausgedachten Worte. Das Deba ist das geschriebene Wort, was auch das Kast, eine Schatzkiste ist. Auf die sind wir an der letzten Selbstgespräche eingegangen. Diese Schatzkammer, die Schatzkiste, das Archiv, Archi. Da steckt die Arche schon mit drin in dem Wort Archiv, das geistige Archiv. Jedes einzelne Wort ist eine riesen Schatzkiste. Das ist, wenn ich immer sage, ich mache dir aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch und man kann das ja unendlich fortführen, wenn man dieses Prinzip der Selbstiteration, der Entfaltung entdeckt hat, im Mandelbrot-Fraktalsystem. Jedes einzelne Wort ist eine riesen Schatzkiste. Und umso kleiner, und jetzt kommt das Verrückte wieder, ein Widerspruch in sich selber, umso weniger Buchstaben du hast, umso größer ist eigentlich das Chat. Beginnen wir mal ganz einfach mit dem A. Dem Anfang. Ich könnte jetzt das A auch als Schöpfer definieren. Oder als Schöpfung. Schöpfung, der reine Begriff Schöpfung. Es gibt unendlich viele Schöpfungen. Diesbezüglich kommen wir zu den vier Seiten. Als Schöpfer kann ich sagen, es gibt bloß einen aller einzigen Schöpfer, der aber zu unendlich vielen Schöpfern wird. Weil es muss ja zuerst einmal, um was zu kriegen, einen Unterschied erschaffen werden. Und der vom Bücherregal, das rote JCH und das rote ICH, in dem Moment, wo du dann in ein blaues Ich mit einem blauen Ich dich verbindest, gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Das heißt, das rote J und ICH ist ja schon eins weiß rotes, das ist nicht denkbar. Aber da wir uns unendlich viele Menschen, also intellektuelle Kollektionen, ist das blaue Ich,
ICH Blau gelesen. Eine intellektuelle Kollektion ist ein Mensch, das ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, wo dann gewisse Daten dazugehören. Und dann das kleine blaue Ich, die intellektuelle Kollektion, ist eigentlich nur das, was du jetzt mit deiner Maske nochmal aus dem Ganzen rausfilterst. Du hast ja jetzt ganz andere Sichtweisen. Und jetzt komm, ich bin du rein und dann liest du ganz einfach Folgendes. Wenn du jetzt glaubst, du bist ein Sechsjähriger, dann lebst du in der Welt eines Sechsjährigen. Du hast die Wünsche eines Sechsjährigen, du hast die Probleme eines Sechsjährigen und wenn du vom Spiegel stehst, siehst du im Spiegel als Spiegelbild einen Sechsjährigen, der genauso aussieht, wie du glaubst, dass du aussiehst, weil du ja das selber aus dem eigentlichen Reih, der du bist, herausgenerierst. Ich vorm Spiegel, vorm und ich hau hinterm Spiegel im Spiegel. Wenn du glaubst, du bist ein 20-Jähriger, dann lebst du in der Welt eines 20-Jährigen, hast die Probleme eines 20-Jährigen, die Wünsche eines 20-Jährigen. Und wenn du vom Spiegel stehst, siehst du genau einen 20-Jährigen, der so aussieht, wie du dir ihn jetzt ausdenkst, mit diesem Programm. Aber all diese Facetten sind ein blaues Ich, das sich nochmal stuft, immer wieder Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Wenn du glaubst, du bist ein Katholik, dann lebst du mit dem Glauben eines Katholiken. Du hast die Probleme eines Katholiken. Wenn du glaubst, du bist ein Moslem, und jetzt ist natürlich Katholik schon wieder Christentum ein Untersystem von, du bist ein Christ, dann musst du zuerst einmal dich fragen, bin ich ein Katholik, ein Protestant, ein Zeuge Jehovas. Dieses Prinzip musst du verstehen. Und das ist jetzt ganz einfaches Deutsch. Das heißt, das ist jetzt nicht einmal eine besondere Auslegung, sondern das, was ich dir erzähle, wenn du keine Filter dazwischen schiebst mit deinem jetzigen Intellekt, den ich dir gegeben habe, kannst du das verstehen. Und das passiert ja, wie es alt werden von alleine, das Alternieren. Es ist bloß, du trittst auf der Stelle, wie ich immer sage, da hamst du im Laufrad. Was natürlich jetzt immer wieder das Wort Hamster, habe ich mir natürlich auch was gedacht. Dieser Hamster-Haar-Arm ist jetzt erst einmal die Mutter. Das ist deine Logik. Die widerlegt dir alles. SDR. Gleich offensichtlich. Wobei dieses Am, was ja als Mutter übersetzt wird, meistens, wenn die Radix 1,40 in der Dora in Erscheinung tritt, wird es nicht mit Mutter übersetzt, sondern nur weil bloß, schöner Satz, wirklich unter der Bedingung, dass, unter der Bedingung, dass mir meine Logik das vorschreibt, kriege ich dieses Ergebnis als Bild. Nur weil, bloß weil meine Logik mir das vorschreibt, kriege ich dieses Ergebnis oder dieses Ergebnis. Darum ist die Mutter, ist letzten Endes ist Programm der Programmgenerator. Das ist hier die Frau, das Weib, ich weiß, das Weißlicht, ich weiß. Das weiße Licht ist das Licht deiner Logik, das ausgedachte Licht. Das zerspringt in viele, viele Farben, wo du wieder sagst, das ist richtig und das ist verkehrt. Das Mannlicht, das ist die Lampe im Projektor, die in unendlich vielen Splittern zerspringen kann, je nachdem, was für Programme laufen und wie diese Programme dann wieder, diese blauen Ichs zerhackt werden, dargestellt werden als Moment, der dann letzten Endes in Erscheinung tritt. Das ist jetzt der Kern von Holophilie. Und diese Aussagen, die man verstehen kann, selbst wenn man sich nicht groß mit der Sprache auseinandergesetzt hat, da muss man jetzt dann irgendwann einmal sagen, hier, wo fange ich an? Du hast unendlich viel Zeit. Darum sage ich jetzt, alles, was wir hier machen mit Schreiben, jetzt dieses neue Holo-Arithmetik, der kleine Auszug, was ist nicht, wo ich jetzt in die letzten Selbstgespräche kurz darauf eingegangen bin, wo jetzt einer übrigens einen kleinen Fehler gefunden hat. Ich habe da so viel nur nachkorrigiert, das ist ein ganz grober Grund. Ganz grobe Grunddarstellung, die man noch lektorisch durchgehen muss. Das, was jetzt da ist, hier ist aber das Prinzip, wenn man merkt, das ist ein Druckfehler, Zahlendreher, wenn ich schnell schreibe, weil ich mit dem Kopf meistens als Udo, wenn ich das schreibe, ich denke mir jetzt wieder den Brösel Udo, der das geschrieben hat, aus. Aber auch das, dieser Zustand existiert ja nur, wenn du ihn denkst. Jetzt kann ich dann wieder darauf eingehen, wenn du das jetzt siehst, vom Setzen her, ja, ich mache mal mein Beispiel nochmal, das ist sehr wichtig. Das, was ich oft angesprochen habe, die Ersten, die Ohrenbarungen lesen und so alte Weinreb-Fans sind, dieses chronologische Denken, der schreibt ja alles vom Weinreb ab oder vom Lorbeer. Und dann sage ich doch immer wieder, der Brösel stammt vom Brot ab und nicht das Brot vom Brösel. Ich bin der dritte Adam. Und es ist auch, was jetzt diese kabbalistischen Auslegungen, ich nenne es einmal so,
da ist überhaupt nichts von mir aus gesehen Neues drin. Ich habe mehrere Male darauf hingewiesen, ich denke jetzt ganz bewusst traumzeitlich. Wir denken uns jetzt einmal Jerusalem aus, die Universität in Jerusalem. Es gibt dann auch außerdem noch Schulen, gewisse Schulen in England und in Amerika, die hochkabbalistisch arbeiten, die seit jetzt ausgedachten vielen, vielen Jahren mit Hochleistungscomputer die ganze Dora nach Zahlen zusammenhängen durchsuchen. Es gibt nichts innerhalb dieser Welt, was nicht in irgendeinem Detail eigentlich schon irgendwo in Erscheinung getreten ist, wenn ich jetzt bewusst traumzeitlich denke. Das heißt, auch das, was du hier siehst, ist nicht unbedingt neu. Ich kann dir hier diese kabbalistischen Auslegungen von der Holoarithmetik zeige ich dir im Internet, in israelischen und amerikanischen oder englischen Internetseiten, auf irgendwelchen Seiten oder holländischen Internetseiten, wo solche Gedankengänge schon passiert sind. Das sind alles Brösel. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Du hast jetzt wieder Worte gehört und aufgrund der Worte hast du zwanghaft wieder Vorstellungen in dir erzeugt. Was all diese Seiten, wenn du diese Seiten im Internet aufrufst, dann vielleicht ein Datum anschaust, ja, das ist ja schon 1986 veröffentlicht und der hat es ja erst 1989 oder 2000 veröffentlicht. Es ist alles jetzt. Was die nicht haben, wo ganze Kabbalistik gemacht wird auf diesen Seiten, normal gelesen in deiner Auslegung. All die, die das beschreiben, die du dir jetzt ausdenkst, die nur Gedanken von dir sind, hängen das alles in ein normales raumzeitliches Denken hinein. Es wird hier wie ein Wunder der Dora beschrieben, die irgendwann einmal geschrieben wurde. Da sagt keiner, das kann eigentlich gar nicht in der Vergangenheit geschrieben worden sein. Und schon gar nicht, dass er sagt, diese Internetseite ist ja jetzt bloß, weil ich sie mir jetzt ausdenke. Das ist der Schlüssel. Sage ich nicht, dass Gott nur ein anderes Wort ist für Internet? Dieses rot geschriebene Innere, aus dem zuerst einmal das Innerhalb und das Außerhalb entspringt, das rote Innere wird zu Innen und Außen. Die Liebe wird zu Lieben und Hassen. Der Tag wird zu Tag und Nacht. Sätze für Tag innen und für Nacht außen. Existenz in der Acht, in der weiblichen Eins. Was natürlich dann auch nah die existierende Schöpfung ist, Chedi, kollektive Erscheinungen, und das heißt, in Schrecken versetzt werden. Was der Unterschied ist, dass ich am Anfang von allen stehe. Ich zeige jetzt das nochmal, ob ich in Redo zwar gerade zeige, das haben wir aber nicht aufgenommen gehabt. Wir sind jetzt die Letzten. Ich hoffe, das kommt schön rüber. Ich muss jetzt da nicht rein, das war jetzt die Stelle, wo ich das letzte Mal mit angesprochen habe, das haben wir reingestellt. Ich springe jetzt da auch mit Zahlenwerten. Wir fangen mal kurz da an und schauen uns das nochmal an. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Tabelle, klassisch in Deutsch dargestellt, so wie wir mit der Zeichenfolge 1, 2, 3, 4 die Zeichen B, Rosh, Aleph, Shin. Das sind die ersten vier Zeichen. Zeichenfolge 1, Zeichen 1, 2, 3, 4. Berosch, das heißt im Kopf definiert haben. D mit 70 geschrieben, Wissen, das jetzt ein Ende darstellt. Wir haben das definiert, das ist ein bestimmtes Wissen. Jetzt das Wissen deiner Aufmerksamkeit ist, wenn du hier deinen Fokus drauf legst. Dann wird das ganze Zeug schon unscharf. Definieren wir jetzt die Zeichenfolge 1, 4, 6, 7 mit dem ersten, vierten, sechsten und siebten Wort. Okay, erstes, viertes, sechstes und siebtes Wort. Das heißt, die zählen wir einfach einmal zusammen und dann kriegen wir 2017. Und das ist ein Ziffernanagramm, die kann man ja austauschen. Denk an das Sefer Yetzirah, das Buch. Sephira, der Zeichen, und dann wirst du feststellen, du kannst die auch austauschen und auswechseln. Dann kriegst du 2701 und das ist der Gesamtwert, wenn wir alle zusammenzählen. Die Summe dieser vier Wörter ist 2017 und das Ziffernanagramm davon ist 2701, der Gesamtwert. 2017 ist die höchste Primzahl, die als Komm zusammengeschmissene Bination. Komm, lateinisch ist ja zusammengeschmissen, Bi in mir, ist eine Geburt, das ist unsere Welle. Von Wortwerten von Genesis 1,1 gebildet werden kann. Geist ist E² in der Einstein-Formel. Wird ständig in eine andere Form von Geist umgewandelt. Beilet heißt im Kind. Wir können auch BLD lesen. In mir ist eine Lichtöffnung.
Ed, augenblickliche Erscheinung ist eine Gedankenwelle. Doppelt aufgespannt, erweckt. Geöffnete Existenz ist geurteilt. Fundament beginnt zu existieren. Das heißt, das ist das einzige Primzahl, die hier gebildet werden kann. Primzahlen drücken immer. Da kann ich jetzt der geöffnete Rücken. Wir haben ja immer, die Rückseite ist ja das Innen und die Vorderseite ist das Außen. Dann kann ich auch die geöffnete Rückseite lesen. Ich habe jetzt hier die geöffnete Berechnung, die Generation ist immer doppelt aufgespanntes Licht. Schwingendes Licht, C². Das ist das Fundament. Immer eine absolute Wahrnehmungseinheit, eine Elysia Deus aus. Elysia ist Wahrheit. Immer eine absolute, jetzt schreibe ich hier schon, Wahrnehmungseinheit. Doppelt aufgespannte, wahrgenommene Berechnung und dieses HR heißt auf Hebräisch Berg. Wir haben einen Berg und dazu gehört ein Dal und H1 heißt wie buchstabiert. Also H, diese Wahrnehmung ist wie buchstabiert. Elysia bin ich im letzten Selbstgespräch drauf eingegangen. Jetzt pass auf, 2017 stellt die höchste und damit so auch die absolute Wahrheit in der Schöpfung dar. Die R ist eine geöffnete Berechnung. Das ist eine geöffnete Berechnung. Der erste Schöpfungsschatz inmitten dieses Kopfes erschafft Elhayom UB 86. Und jetzt wird es interessant, das ist ja normal Akkusativ, das wird normal nicht übersetzt. Da steht immer wieder den Himmel und die Erde. Da steht jetzt aber dann, ich mache aus dem Akkusativ den Spaten. Wir teilen in Himmel und Erde. Lassen wir das so weit, wollen wir nicht weiter drauf eingehen, sonst verlieren wir uns wieder. Die höchste absolute Wahrheit da, wo sind wir? Die Elysia. Okay, das ist die absolute Wahrheit. Wobei Ale nochmal, Elysia heißt Wahrheit, Aledea, aber das heißt eigentlich, Ale alleine heißt ein umherirrender Gott. Ja, sobald du in Wahrnehmungseinheiten versumpfst, in einzelne Augenblicke versumpfst, bist du ein umherirrender Gott. Die 217. zusammengesetzte Zahl ist natürlich wieder im Kopf des Schöpfergottes rein zufällig 2368. Dieses Spiel zwischen Platzhalter und zusammengesetzte Zahlen und zwischen Platzhalter und Primzahlen zeige ich ja viele, viele Beispiele hier in der Arithmetik Holo Arithmetik 1. Das ist ja, wie gesagt, ein Manuskript zurzeit. Dies zeigt dir Geistesfunk, das heißt dem Lesergeist dieser Worte, dir selbst, nicht dem, der jetzt vor dem Computer sitzt. Das ist ein Gedanke von dir. Das Ich-UB immer im Kopf, das heißt wirklich im Kopf, Haupt, an erster Stelle und an der Spitze. Das ist die korrekte Übersetzung dieses Berosch. Wenn du zum Beispiel, wir können das mal ausprobieren, wollen wir jetzt reingehen? Das muss ich jetzt einen Trick machen. Warte mal einen kleinen Moment. Dann mache ich jetzt Berosch. Das brauche ich nämlich auf Unicode. Das kann ich hier nicht rauskopieren. Und jetzt können wir da ganz kurz einmal. Wir machen das anders. Passen wir auf. Wir nehmen mal den hier. Siehst du, der zeigt natürlich hier nur eins an, aber korrekt übersetzt ist jetzt oft übersetzt, der Google-Übersetzer nicht richtig, das ist jetzt aber korrekt übersetzt in allen Dingen, das hast du auch an der Spitze. Sehr interessant, darum ist, du kannst alles, was ich dir sage, kannst du überprüfen. Ich sage alles, was ich jetzt als Brösel-Udo in deinem Traum dir erzähle, als Figur in deinem Traum. Die wesentlichen Aussagen kann jeder 13-Jährige auf der Stelle überprüfen. Wenn du an Gedanken nicht denkst, existiert er nicht. Was ich an Worten und Zahlenwerte sage, kannst du auch überprüfen. Dann musst du halt in deinen geistigen Archiven, in Wörterbüchern nachschauen und du wirst dann feststellen, dass genau das in dir auftaucht, was ich behaupte. Da beginnen dann die Wunder. Das heißt also, heißt wörtlich im Kopf Haupt an erster Stelle und an der Spitze. Als Erster. Ich sage doch immer, ich bin der Erste. Alles, was ich behaupte, kann jedes 13-Jährige überprüfen. Die du dir jetzt ausdenkst, die Experten und die Fachleute, all das, was du jetzt nachschwatzt, habe ich aus das Buch, aus das Internet heraus. Das sind die Zweiten. Das sind Schwätzer. Es sind Figuren in deinem Traum, die das vor sich hinschwatzen, was du letztendlich träumst.
Unbewusst. Als erster an meiner Stelle, an meiner selbst ausgedachten Schöpfung stehe. Ich lese das nochmal im ganzen Satz, sonst ist es recht häufig. Das Ego be immer berosch, das heißt wörtlich im Kopf, Haupt an erster Stelle, an der Spitze, als erster an meiner selbst ausgedachten Schöpfung stehe. Die selbst ausgedachte Schöpfung beginnt damit. Berosch. Und da davor nochmal, das große, und alles, was dann da danach kommt, hier nach diesem Beroschit, nach dem ersten Wort im Anfang, all das hier, diese ganzen Zeichen betrachten wir als das Wissen Gottes. Das führe ich jetzt dahin. Okay. Beroschit. In diesen Zeichen befindet sich letztendlich in diesem NP. Das ist das mit dem Gott, das Pi, wo wir haben. Und jetzt haben wir hier der Erste. Ich sage immer wieder, ich bin der Erste. Und das ist auch M. Das heißt hier, das Meer ist ein nicht existierender Erwachter. Ayin heißt nicht existieren und das heißt erwacht. Ich selbst als nicht existierender erwache in mir und ich kriege eine ausgedachte Schöpfung. Das ist die Welt meiner Gedankenwelt. Und dieses S, die rot geschrieben, das ist entweder das S als 60 gelesen hast, das Bewusstsein, das immer ist, ist immer eine Eheexistenz. Platsch. Dieses im Kopf ist vom Anfang an von mir, dieses Berosch, absoluten Geist geplant. Bla heißt Wunder und ND heißt das Gegebene. Das heißt, Bla ND heißt das Wunder des Gegebenen. Plus 5, minus 5 ist UB. Und absolute Absicht gewesen. Das ist das geistige Wesen in dir, das wir sind. Beachte, plus V, minus V. Die zwei Bistabeln stabilisieren sich in dem W. Jetzt habe ich die Absicht von JHWH wird griechisches Dalet. Siehst du jetzt schon, das Dalet ist ja die 4. Sind hier diese zwei Ecken gegenüber. Eigentlich müsste ich hüben 3 und drüben 3 machen, weil mir ja jetzt, das ist jetzt nur bildliche zweidimensionale Tasche. Im D-Dreieck, da habe ich jetzt dieser Kopf des Schöpfergottes, ist E-Quadrat und das ist C hoch 2. Das Symbol für Licht, das habe ich jetzt rot gemacht. Das heißt, deine Energie ist dein Licht. Von 26. Klar ersichtlich. Die Absicht ist im Dreieck von 26 klar ersichtlich. Die Dreieckszahl von 26 ist 351. Jetzt, was hier das bedeutet, das klar ist Kol A. Das ist die Grundform Kol, heißt alles, Akol. Ich werde alles. Und das ist der Schöpferkopf. Jetzt habe ich hier ein kleines Waff reingeschrieben. Kol heißt alles. Und das, wir können immer Waff und ein J dazwischen machen. Wenn wir Waff dazwischen machen, ist es ist Licht. Das ein Sub-Or. Da wird das Aleph als O ausgesprochen. Aur. Aur. Das heißt, klar heißt eigentlich, alles ist Licht. Es wird klar, Ersicht, Licht. Die absolute Wahrheit, das heißt praktisch Genesis 1, das ist dieser nicht denkbare UB, der jetzt eine einzige Schöpfung erschafft, in diesem ersten Schöpfungssatz, der zertrennt wird, ist 270 die absolute Wahrheit. Das ist die 217. zusammengesetzte Zahl. Und die Absicht. Das ist die Dreieckszahl 26, das D-Reieck ist 351. Bin ich Jesus Christus, weil 217 und 351 ist 2, welch ein Wunder, ne? Das hier kann dir keiner bieten von denen, die du dir bisher ausgedacht hast. Die haben diese Facetten in sich, in ihren Programmen. Begehen aber den Fehler, dass sie nicht nach dem Ursprung suchen. Das heißt nach sich selbst. Jetzt hoffen wir, dass der wieder schön umspringt. Für mich, habt ihr wieder mein Bild? Ja. Es friert Pascal immer auf. Das hat natürlich auch einen Sinn, wenn das manchmal, wenn ich ausschalte, nur am Schluss bleibt dann hier das Bild stehen. Statisch, aber das ist wurscht. Das ist also das, was zu erkennen ist. Und dann sage ich immer noch, und das ist das Allerwichtigste, wie ich dick. Wie ich, JCH. Dick ist der Mittelpunkt. Haben wir auch oft darauf hingewiesen.
bist du schon wie ich der Mittelpunkt. Du bist mit Sicherheit jetzt der Mittelpunkt deiner Traumwelt. In Bezug jetzt auf einen blauen Kopf, den wir uns jetzt ausdenken, der natürlich nicht existiert. Das ist dann der rote Kopf in deinem blauen Kopf. Mein Sternwerferbeispiel. Wir müssen uns ja immer was ausdenken. Wir müssen um uns was herausbreiten, dass wir Differenzen haben. Wie sieht eine Differenz in der 1 aus? X plus 1 ist neues X, ist eine Form L. Dann könnte ich sagen, das bildet die Reihe der unendlichen Zahlen, wenn ich anfange zu iterieren. Aber das stimmt ja gar nicht. Wieso stimmt das nicht? Weil wenn ich jetzt diese Formel im Arbeitsspeicher habe, X plus 1 ist neues X, und ich lasse jetzt das ist gleich auftauchen, dann werde ich feststellen, wenn ich das unten iteriere im Arbeitsspeicher, ich sehe ja nur immer das ist gleich, dann taucht hier, was existiert, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aber jedes dieser Dinge ist doch wieder gleichzeitig doch. Wenn ich mir jetzt sage, x plus 1 ist neues x in der Iteration und ich stelle mir vor, x plus 1 ist neues x, bei 0 beginnen, 0 plus 1 ist 1, wird neues x, plus 1 ist 2, wird neues x, es existiert ja immer nur das, was ich jetzt denke. Das denke ich aber jetzt. Wenn ich jetzt dann hinschreibe, das ergibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pünktchen, 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 dann existiert genau dieses Bild auf dem Bildschirm. Der Rest ist schon wieder nicht existierend, aber unten in dieser Form ist das alles gleichzeitig da. Und alles, was du denkst, Geist denkt mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist das, was man ein Photon nennt. Was natürlich das Photon dann mit der Phonetik zu tun hat. Die Phonetik hat auch was mit Lautwesen zu tun und das Photon ist doch irgendwie ein Elementarteilchen. Phosphor. Es ist einfach, dass ich Sachen zusammensetze, wo die sagen, das gehört nicht zusammen, das gehört irgendwie nicht zusammen. In der Etymologie, nee, das hat eigentlich keinen Ursprung. Es gibt ein verbindendes Parameter für alles. Ich hab da mal eine ganz neue Geschichte für euch. Eine ganz tolle, geistreiche Frage. Was hat eigentlich ein Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Eiffelturm in Paris gemeinsam? Wie viele hunderte Male hast du das schon gehört? Nein. Den, der sich das jetzt ausdenkt. Dich. Du Geist, wenn du jetzt auf Vorstellungen aufpasst aufgrund dieser Worte. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Und wenn du jetzt an andere Menschen denkst, dann kannst du dann wieder sagen, dann ist dieser andere Mensch, jeder andere Mensch, den du denkst, existiert in dem Moment, wo du ihn denkst. Und jetzt kannst du dir denken, ich weiß ja nicht, was der denkt. Der Fehler wird mir nie passieren. Es gibt keine Menschen, den ich mir ausdenke, wo ich nicht wüsste, was er denkt. Weil er immer nur das denkt, was ich mir denke, dass er denkt. Dann wirst du langsam ich. Aber da kommt natürlich immer wieder die Freiheit. Und so, ich nehme die Schuld auf mich, dass du so ein fehlerhaftes Programm hast. Mit dem du so eine extrem fehlerhafte, böse, einseitige Welt dir ausdenkst. Die Schuld nehme ich auf mich. Was ich die Schuld nicht auf mich nehme, dass ich dir die Freiheit gegeben habe, dieses Programm zu erweitern, zu vervollkommnen. Und solange du meinst, Vervollkommnung besteht darin, dass du irgendwas eliminierst, die Verbrecher, die Krankheiten, korrupte Politiker, dann eliminierst du mal die dummen Weisen in deiner Welt, die dich mehr oder weniger Gehirn gewaschen haben im negativen Sinne. Verdreckt, sage ich immer. Du bist nicht Gehirn gewaschen, holophile. Das ist die absolute Gehirnwäsche im positiven Sinne. Das ist die absolute Reinigung von allem. Das, was in Schulen passiert und in einseitigen Seiten, wo du dich informierst, das ist ein Gehirnverdrecken der Ecken. Das ist gerechnete Ecken, die sich nur in eine Richtung, in einer extremen Peripherie vom Heiligen Ganzen befinden, das sich im Zentrum befindet. Und dann natürlich immer wieder der Satz dazu, all dieses Wissen, erste Voraussetzung, versuch nicht deine momentane Rolle, die du spielst, zu verändern. Das heißt, ich würde jetzt sagen, Ken Ebsen sagen, organisiere noch eventuell oder geh auf Demonstrationen, du wirst es aber nicht mehr lang können. Weil dir in der Beobachtung deiner Informationen diese Sinnlosigkeit bewusst wird. Die Welt, die du dir ausdenkst, veränderst du nicht, wenn du auf die Figuren in deinen Raum einredest, sondern wenn du das Programm veränderst.
Das ist der erste Grundsatz. Der Fehler der Naturwissenschaft, das Umdrehen des, der Kausalität, zu sagen, ja, die Menschheit hat ja in ihren Entdeckungen so viel von der Natur gelernt. Offensichtlich ist die göttliche Schöpfung, die Natur als Ding an sich absolut perfekt. Dann muss ich aber auch wissen, dass da ein Kommen und Gehen ist, ein zum Fressen gern haben ist und alles, was Samen anbelangt, ein Überfluss. Ein unendlicher Überfluss. Ob das menschliche Trockennasenaffen-Samenfädchen sind oder Pollen sind, Poal, Pollen von Pflanzen sind, von Pri, von Erzeugnissen. Nur ganz, ganz wenige kommen auf die nächste Entwicklungsstufe. Schau, ich gehe jetzt zum Beispiel, ich mache ein raumzeitliches Beispiel, gehe hier eine Kastanienallee hoch in Weißenburg. Gibt es eine Kastanienallee auf die Ludwigsburg? Da bin ich schon als Kind hochgelaufen, als kleines Kind. Ich sage jetzt ganz definitiv, vor 50, 55 Jahren. Und es ist interessant, es ist so toll, wenn die Kastanien runterfallen, wenn du ein Kind bist, dann, wenn man spielt. Was das Verrückte ist, was ich hundertprozentig in der Erinnerung sagen kann, es steht an dieser Stelle nicht ein allereinziger Kastanienbaum mehr. Es würde doch von diesen wirklich Millionen von Kastanien, die die letzten 50 Jahre von diesen Haufen Bäumen runtergefallen sind, hätte jede einzelne Kastanie die Möglichkeit, einen Kastanienbaum zu bauen. Ich habe jetzt übrigens das Beispiel bewusst gewählt. Habe ich dir jetzt nicht gerade was von der Arche gesagt, von der Deba, von dem Kasten, was das geschriebene Wort ist? Die meisten verfaulen oder werden gefressen. Und genauso ist es mit der Menschheit, mit diesen 7 Milliarden Menschen. Das sind wie deine Samenfädchen, Redo, die du schon als Brösel jetzt ausgestoßen hast. Wie viele sind schon was wann? Keine. Das ist immer von der Eins ausgehend, das ist ganz, ganz schön. Das ist jetzt die Metaphorik, du merkst die Metaphern, die Welt spricht zu dir, aber ich komme zurück zur Naturwissenschaft, dass die Naturwissenschaft ja meint, sie hat jetzt, sie ist in der Lage, die Natur am Computer zu simulieren, mit der die Naturwissenschaft selber natürlich nichts zu tun hat. Die Natur, NTR, die Existenz einer Reihe von Spiegelwahrnehmungen, das Losmachen, das Aufspringen, hebraisiert. Natur ist was Losgemachtes, was in dir aufspringen lässt, das sind deine Gedankenwellen. Das lehrt dich die Vordersprache. Und diese Vielheit, die du dir ausdenkst, wieder eins machen, beginnt einfach nur in der Erkenntnis, was bin ich selbst? Ich bin die Quelle für meine Traumwelt. Aber dieses Ich ist nicht irgendwas Ausgedachtes. Das ist der Endstand. Darum sage ich, die Reaktionen im Jetzt, jede Kleinigkeit, die Reaktionen im Jetzt, was mir wichtig ist, ist nicht einmal, dass du deine Reaktionen veränderst, sondern dass du dieser nicht denkbare Geist bist, dieses Bewusstsein bist, in dem sich das zuerst einmal abspielt als Information, der sich selber dabei nicht mehr im geringsten verändert, während er seine Veränderungen anschaut. Das nennt man Heiligkeit, das nennt man Bewusstsein und Erleuchtung. In der Welt der vergänglichen Erscheinungen wird es niemals erlebt werden können. Das ist, dann gehst du mit einem Bein. Das ist immer wieder, wo ich sage, der Menschensohn, stille stehen wird die Zeit. Darum wiederhole ich diese Sätze, die sind so tief. Und der erste Himmel und die erste Erde, die du Erde erweckt, das erste erweckte Wissen, das du dir bisher ausgedacht hast, werden vergehen. Alles, was mit Basic passiert ist, löst sich in Luft auf. Und das Meer wird nicht mehr sein. Kleinen Moment, ich muss ganz, ganz kurz aufmachen. Ja. Ihr seid so still, ihr meint, ihr schwatzt nur ein bisschen. Nee. Ihr seid noch dran. Erste Himmel und Erde, das erweckte Wissen wird nicht mehr sein. Habe ich darauf hingewiesen, wenn jetzt ein Theologe wirklich denken würde, wieso steht da drin, die Himmel und Erde werden vergehen und das Meer wird nicht mehr sein. Wenn die Erde vergeht, ist doch das Meer auch weg. Das Meer, das nicht mehr ist, ist El Hayom.
Ich höre auf, mir einen Gott auszudenken, der ich selbst bin. Und jetzt kommen diese 2368 ins Spiel. Der Menschensohn steht mit einem Bein auf dem Meer, heißt es eigentlich im Meer, ich sage immer, im Meer oben und nun gibt es im Meer nicht. Und mit dem anderen Bein auf dem Rand, auf dem Sand, auf dem Land, auf dem Rand, Sand, Koll, das Weltliche. Habe ich so oft erzählt. Das ist kein Märchengeschwätz, das ist unendlich tiefe Arithmetik, wenn man das mit Zahlen anschaut. Das ist das, was ich hier die ganze Zeit erkläre. Für die Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Und du bist keine Masse. Du bist der, der sich jetzt das ausdenkt. Ein Wunder. Das ist, das erschüttert einen bis ins tiefste Mark, wenn man das dann mal wirklich nicht nur einfach hört und dann wegklickt, sondern was passiert da jetzt eigentlich mit mir? Mit mir, mit dem, der ich selbst bin. Ich wirklich bin. Nicht nur Schatten, gedacht, ausgedacht, vergänglich. Das ist der Punkt der Erleuchtung. So Leute, jetzt lassen wir es gut sein. Oh, danke, danke. Danke. Was? Ich muss mich immer bedanken, was wäre ich ohne dich? Ich brauche immer einen, der mich ausdenkt als Udo. Also ich weiß, dass ich mir jetzt den Udo ausdenke. Ich weiß, dass ich jetzt dieses Gespräch höre. Ja. Bist du schon ich? Ja. Das ist jetzt das JC und PC Orbit 1. Da gibt es keinen Unterschied mehr, weil beides rot ist. Rot ist jetzt nicht denkbar. Wie ich immer so schön sage, so selbstlos, normal gesprochen, ist es eigentlich gar nicht, was ich mache, weil alles, was ich mache, mache ich für mich selbst. Alles, was du einen anderen tust, tust du für dich selbst. Aber eben im Positiven und im Negativen. Und wir haben ein rotes Positiv, dieses Plus, das ist das Symbol des Kreuzes. Wenn du hier in der Mitte dieses Kreuzes sitzt, dann bist du ich. Und du bist noch auf dem Kreuzweg. Nimm nicht dein Kreuz auf dich und folge mir. Du trägst es noch ein bisschen durch Raum und Zeit. Jedes Mal, wenn du dich in Bewegung setzt, fährst du noch in deinen vier Weltgegenden herum. In der Peripherie, weil du den Fehler machst, dass du diesen Einheitskreis, der sich um dieses Kreuz herum bewegt, in der Peripherie, das ringsum Peri ist ja ringsum, das Peripherie, tragen, habe ich so oft erzählt, das Peri, das ringsum trägst du in dir, das sind deine Informationen. Meine Lieblingswörter, das ist weder ein religiöses noch ein esoterisches Geschwätz und schon gar kein vollkommen geistlos naturwissenschaftlich vorgestelltes Lügenweltbild. Es ist das, was ist, was man sofort überprüfen kann. Wie gehirnverdreckt bist du eigentlich, wenn du ständig lieber an dem festhältst, was dir logisch erscheint, anstatt das glaubst, was hier und jetzt sofort überprüfbar ist? Darüber solltest du dir jetzt einmal eigene Gedanken machen. Okay? Okay. Ich wünsche euch was. Wollt ihr nur, wenn weiterquatschen? Ich schalte jetzt auf jeden Fall von mir aus einmal die Aufnahme aus.